Ansonsten, man kann auch dieser komischen, also das, was ich gerade aufgestellt habe, diese Fahnen, da kann man doch auch Muster machen, ne? Gibt es da auch irgendwie Herzchen-Symbole oder sowas? Weiß ich überhaupt nicht. Also das gibt's, aber ich weiß nicht, wie man die richtig macht. So könnte man es machen. Oder so, ja stimmt, die kann man auch an der Decke hängen. Na, mit Barrierblöcken jetzt aber nicht mehr rein. Aber doch nicht blau, die würde ich ja eher denn irgendwie so, ja. Ja, weil es nur als Test. Rötlich, also rot, rosa, weiß, irgendwie hell, hell, also irgendwie so in die Rottöne. Mhm. Banal. Das ist ja beinahe banal. Wieso kann ich die nicht hinhängen? Auf dem Boden geht, aber die Leiter hängen kann ich nicht. Warum denn das? Das ist ja illegal! Hä? Wie hast du das geschafft, Fellerin? Ich krieg die Dinger nicht an die Decke gehangen. Barrierblöcke einfach. Achso, die muss man. Ach, man kann die nur gegen einen Block setzen. Verstehe. Ja. Oder halt hinstellen. Ja. Man kann sie auf einen Block setzen oder an die Wand. Ha. Also, aber zum Beispiel, du kannst jetzt gegen die Laterne. Also wenn du jetzt weiß ich auch, was du meintest, mit, dass man da nicht mal raufkommt. Weil klar, wenn da Barrierblöcke sind, genau, dann. Ah, okay, verstehe. Na, oder was man. Das wäre am besten, dass man es einfach so macht. Und oder so, ja. Dann kannst du die Wand platzieren mit Schiff. Erstmal alles kaputt machen hier. Was macht ihr hier? Boah, Andreas, das ist auch fertig. Hell. Oh Gott. Fellrin und ich haben gerade beide versucht, die Wand fertig zu reparieren und haben dabei immer, ja, der eine wollte einen Block platzieren, hat der andere auch einen Block platziert. Waren zu viele. Wollten wir beide den überflüssigen Block abbauen, haben wir wieder zu viele abgebaut. Also Shift und dran. Dann günstig ist uns. Nee, oder? Oh nee, der ist in der Mitte. Jo. Warte. Ronny, dein Andreas-Kreuz hängt auch. Nice. Schnieke. Ich hab noch eine Idee. Warte mal kurz. Ey, Fellrin, streck mal kurz deine Arme aus. Ach, oh, schade. sag mal, Fellrin, du willst doch so Blöcke modellieren, ne? So ein Blender. Ich schick dir mal nachher ein paar Vorschläge. Okay. Ich bin offen für Ideen, aber. Ich weiß ja nicht. Denk dir lieber meinen Teil. Lauf, Fellrin, lauf! Alles klar. So. Symbolisieren für Blut. Oder damit das Blut nicht auffällt, suchst du aus. Stimmt, ich müsste hier noch irgendwie so ein Gulli machen, wie du so in so Bädern hast. Ich dachte erst wie ein Horrorfilm, aber ist okay. Ja, na, Horrorfilme bedienen sich natürlich auch dem Element, genau. Aber ja, so in der Art, genau. Wobei, eigentlich brauche ich ja bloß irgendwie hier so ein Trap-Ding hinmachen, so aus Metall. Trichter drunter. Trapper und dann Trichter. Wir kommen heute nur auf blöde Ideen. Wie sieht dieses Eisenfallentor aus? Sieht ja richtig komisch aus. Ich meine, aber geht. Ja. Sah nur in der Vorschau so komisch aus. Aber hier noch einzeln. Ja, so ist besser. Ich mach's am besten unter das Bett, damit überflüssige Körperflüssigkeiten ablaufen können. Achso, ich dachte, da werden die Devoten untergebracht.
Warum macht mich... Kann mich mal jemand bremsen, bitte? Ich verrate viel zu viel. An alle, die denken, sie könnten mich kennen. Entschuldigung. Es tut mir nicht leid. Überhaupt nicht. So, machen wir hier so ein bisschen mittig. Muss es auch nicht. Doink, doink. Hm? Nochmal. Muss es auch nicht. Hä? Ach, die kann man gar nicht aufmachen. Eisenfallentür? Nee, das ist nur Redstone. Ach ja, stimmt ja. Alles, was mit Eisen ist ja Redstone. Ja, okay, cool. Umso besser. Umso besser. Dann brauche ich mir darüber keine Gedanken machen. Nur eine Tiefe ist ja langweilig. Wie nur eine Tiefe? Ja, nur ein Block Tiefe. Hä? Hä? Willst du reinfallen oder was? Reinschmeißen. Ja. Dafür gibt es Schrankwände. Was? Zum Reinwerfen? Schrankwände? Nee, zum Leute einsperren. Ist da sowas? Fehlt noch. Ah. Ich brauche noch eine Schrankwand. Du hast Schrankdienst. Ach, sag's doch gleich. Oder so. Ja, das, das geht natürlich auch. Achso, Mist, hier oben ist ja schon die Ober. Ja, nee, geht nicht durch. Da oben ist ja schon. Was willst du machen? Na, ich wollte hier so eine kleine, so eine kleine Einkluft, wo ich dann so Türen vorsetze. So als Art Schrankwand. Ja, ansonsten ziehe ich hier hinten noch ein bisschen, das passt von der Umgebung, noch ein bisschen Dirt. Achso, oder so, ja. Dann passt es. Ja, perfekt. So, kommt da so. Wenn sich das gut mit der Umgebung angleichen lässt, wenn das nicht weiter auffällt, why not? So, was nehmen wir? Ich nehme mal die Tür, die sieht ganz praktisch aus, ganz schön. Ich habe definitiv so viel Stuff im Inventar. Du nach da, du kannst weg. Boom, so. So, mal schauen. Du nach da. Ja, perfekt. Achso, die öffnen jetzt noch in. Boah. Ich habe natürlich schön, wenn man die Dinger nach außen öffnen könnte, aber ich glaube, das geht nicht, weil da steht die Tür so vor. Ja. Ah. Schrauben leer? Nee, geht nicht. Nee. Da müssen wir noch innen öffnen, Ivi. Ich kann mal gucken. Wir müssen schon nach außen öffnen, weil nach innen öffnen macht halt überhaupt keinen Sinn. Ja, aber so schlimm ist es jetzt nicht. Da ist ja jetzt nicht irgendwie ein Spalt oder sowas, sondern dass sie einfach ein bisschen weiter vorne steht. Aber so schlimm finde ich das jetzt nicht. Ja. So, dann, Fellerin, deine erste Aufgabe. Ich brauche als 3D-Block, der zwei Blöcke hoch ist, so eine menschliche Figur, die aber nur noch aus Knochen besteht. Was? Vielleicht noch ein paar Spinnnetze. Ja, zum hier. Jetzt muss es geben. Einfach so eine quasi einfach so ein Skelett. Das so halt rum so steht oder so an die Wand gelehnt ist. Aber steht recht auch aus. Oder so. Ja gut, aber die bewegen sich ja. Ist da egal. Die sieht man ja nicht. Nur wenn man die halt aufmacht. Das Gute ist, die laufen niemals raus, wenn man davor steht, weil sie die ganze Zeit nach hinten gehen. Oh, ja. Jetzt sind sie. Wir sind so. Oh. Ja, weil die Agro verloren haben. Oh Mann. Die laufen nämlich nur so weit nach hinten. Also, die versuchen nur so lange Abstand zu gewinnen, wie sie Agro auf dich haben. Oder ganz einfach. Oder so, ja, stimmt. Geil. Ja, so kannst du natürlich auch machen. Das ist cute. So,
Müssen wir mal hier. So ist besser. Easy. So. Keller fertig! Yay! Ja, perfekt. Uwe auch schon ein bisschen tiefer gemacht. So aller Schweigen der Lämmer. Es soll seine Haut mit Lotion einreiben. Ah, so viel Ammo gibt es gar nicht. Okay. Okay, okay, okay. Hm. Das wird ja jetzt spaßig. Also wenn du jetzt da nicht was Spektakuläres hinstellst, bin ich enttäuscht. Ja, nee, also ich habe überlegt, so ein bisschen mit rosa Armor oder irgendwie sowas, aber gibt's leider hier nicht. Das ist ja nur bei 3D-Armor, bei meinem Test. Das ist diese farbige Lederarmor, also dass du halt die Rüstung so einfärben kannst. Nee, warte, doch, es gibt inzwischen beim neuen Update. Echt? Ja, keine. Du musst Leder-Armor nehmen, also Ledertunika oder weiß ich nicht was von Leder. Und dann, jetzt muss ich auch mal selber in Helm gucken. Das ist ein ganz, ganz neuer Befehl. Achso. Slash Color Leather und dann die Color, also zum Beispiel Purple. Oh, Scheiße. Falsch geschrieben. Warte. Color Leather. Okay. Ach, ich hab das A vergessen. Hey, bin ich dumm oder dumm? Ach doch, So. Und dann habe ich. Oh, aha. Ach, brauche ich das lieber Privileg. So, dann habe ich jetzt eine gefärbte Leder. Ah, okay. Grant me debug. So, Walks. Invalid Color. Gott, wo kriege ich jetzt raus, wie viel die Farbe heißen? Pink. Ah, das funktioniert. Okay, das reicht vollkommen aus. Easy. Jawohl, ja! Hey. Die ganze Zeit, wenn du das ja, wo du es platziert hast, kommt bei mir Error Main Generate Image Part Invalid Modification. Lol. Weiß nicht, ob du einen Chat anhast, dann siehst du es. Na, bei mir ist dann und dann der Farbcode. Ja. Na, oder welches meinte Spiel zu Sakura? Oder welche meinte Version hast du? Na, dürfte eigentlich keinen Unterschied machen. Ach so, das könnte ich. Das sind 7. Stimmt. Ja, stimmt. Kann sein, dass 5.7 damit nicht klarkommt. Ich glaube, für die letzte meinen Klonversion brauchst du Mythos 5.8. Guck mal kurz rein. Ich habe die 5.7. Ja. Was mir jetzt ganz oft aufgefallen ist, immer wenn ich meine starte, kommt dann Error Main Font Engine cannot load Apostroph trying to fall back to another path. Also jedes Mal, wenn ich meine das anmache und ich dann am Server join, dann sehe ich das immer im Chat. Hm. Mach immer. So, Vox Libre. Nein, nee, als Mindestanforderung für Vox Libre ist die Version 5.6.1 genannt. Also müsste eigentlich 5.7 auch funktionieren. Komisch. Wer weiß. Wer weiß das schon?
Das Haus neben dem Lager, was Ronny gebaut hat. Für was wolltet ihr das nochmal nehmen? Als Lager oder? Schmied, irgendwie Kombination Schmied oder Schmied-Tischler? Ja, genau, Schmied-Tischler. Sowas. Jo. Da fange ich schon mal an und würde mich so aus Richtung von den Villagern orientieren. Ja. Oh, was ist das denn? Ein Bärbel. Ah ne, ein Hund. Willst du Fleisch? Hier, kriegst Fleisch. Donald. Oh. Echt, ist er schon satt? Ja. Bumm. Muss er was zum. Muss ich der Hund erstmal raus essen? Oh, good luck. Ne? Muss dann immer so einen Spruch denken. Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Oh, Kuchen. Das sage ich auch nur, weil die ganze Zeit fröhlich munter mein Magen vor sich herknurrt. Ja, ich habe noch schnell vor den Aufnahmen noch Frühstück gegessen. Schnell. Ja, ich bin erst so kurz vor 8 aufgewacht und ja, dementsprechend nur 2 Stunden Zeit, deswegen schnell getrunken. Ich war um 6 wach. Das und irgendwann gegen 11, 12 oder sowas ins Bett. Oh nein, mein Bäcker ist wach. Hallo. Ja, was miau. Also um 6 bin ich gerade erst ins Bett gegangen. Ich bin um 7 Uhr. Und dann ich höre dich gerade kaum, mir werden die Ohren voll geschmatzt. Felren, please repeat your input. Nein, ich meine ausnahmsweise meinen Kater. Ach so. Den lasse ich gerade in einem der Fächer von meinem Schreibtisch befinden. Aber irgendwie haben sie dieses Futtersystem überarbeitet, kann es sein? Weil früher, zu Zeiten, wo Wuzi noch der Hauptdeveloper war von Mindclone, da war es irgendwie so, dass wenn du was gefuttert hast, obwohl du schon fast satt warst, dass es dann quasi eine Weile vorgehalten hat. Aber jetzt, wenn du so Herzen verloren hast und was isst und dann deine Futterleiste voll ist, sobald sich ein Herz generiert, nimmt die Futterleiste auch schon direkt wieder ab. Nein, das hängt aber das hängt ab, was du gerade gegessen hast, wie viel Hungerpunkte es gegeben hat. Also die werden immer addiert, nur du siehst es nicht. Und dann werden die immer stückchenweise abgezogen. Wenn du jetzt genau nur die Hungerleiste voll gegessen hast, guck ich mal mit Steak. Sweetberries oder so, dann und mit Steak oder so, wenn du da schon. Ja, nee, also bei Steak geht auch direkt fast verloren. Ach so, ja, was sein kann, ist wegen den, weil das jetzt auch wieder eine Mod ist. Ach so. Das ist nicht das Mod. Was? Was hast du gesagt? Verstehe ich nicht. Ich bin so laut. Aua, ich muss essen, damit ich nicht sterbe. Du musst essen, damit du nicht stirbst. Mach das nicht jeder, Mann. Ja, stimmt. Lach. Gleich bin ich tot. Hören, bist du wirklich sicher, dass du diese Frage beantwortet haben möchtest? Nee, richtig, eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Ich werde es mir sogar gar nicht vorstellen. Atme für nein, lecke deinen Ellbogen für ja. Ja, mein Fleisch! Wie bist du aus der Welt gefallen? Wie? Du Talent, du Obertalent! Wie? Und warum habe ich das nicht gesehen? Moment, ich kann noch die Folge dann angucken, dann weiß ich.
Verdammt, so machst du das also. So. The Pro Gamer. Immer. Ein neues Hobby. Aus der Welt, hallo. Ja? Oh, da wirst du dich freuen, Sakura, wenn du das Video siehst. Hör auf, es reicht schon, wenn wir, es reicht schon, wenn mir Ronny Angst macht, Felron, ja? Nicht du auch noch. Oh, bitte. Du bist meine letzte Hoffnung als einigermaßen Vernünftiger von uns Wahnsinnigen. So, mal schauen hier. Ist der Küche, könnte ich eigentlich auch noch Lappen ranhängen. Damit für Nachtdunkel und so. So. Ich weiß immer nicht, wie man im Englischen Laternen schreibt. Aber ich find's easy. So, kommt da noch. Ja, genauso da, wie auf Deutsch eigentlich. Nur ohne. Nee, im. Echt? Lantern. Nur ohne E hinten dran. Ja. Huh. Ja, gut. Das wusste ich natürlich mit meiner 1 mit Sternchen in Deutsch. Also. Ich dachte, es geht um Englisch, aber ist okay. Nee, ich meine jetzt, ich habe auch keinen Plan, wie man es im Deutschen schreibt. Da hatte ich gerade noch so eine 4. Gut, hier oben ist ja bereits Licht. Da brauche ich auch schon ein bisschen länger. Ohne Scheiß, ich war in meinem Abschlusszeugnis, glaube bei der 10. Klasse, war ich in Englisch besser als in Deutsch. Ja. Im Englischen habe ich es noch gerade so auf eine 4 geschafft und im Deutschen halt 5. Na, ich glaube, ich konnte durch meine Abschlussnoten. Wie sieht's denn aus? Wie lange wollen wir denn noch aufnehmen? Ach so, ja, stimmt. Also, ich habe jetzt auch schon so fast 2 Stunden. Also, können wir eigentlich langsam Feiern machen? Dann hätte ich quasi genau 16 Folgen. Das wäre eigentlich sogar Idee. Ja. Ja. Wirklich ideal. 2 Minuten und 2 Stunden. Ja. Und das automatisch von OBS aufgeteilt pro Folge 45 Minuten. Automatisch. Was ist das überhaupt für eine unchristliche Zeit? 45 Minuten. Also, das ist ja gar nichts. Also, entweder eine halbe Stunde oder eine Stunde oder zwei. Also, eine Dreiviertelstunde? Mopsi, was ist denn? Das erinnert mich ja an die Schulzeiten, wo das schon nur mal 45 Minuten geht. Naja. Krieg ich ja Paranoia. Sag mal hallo, Mopsi. Mami. Ach, Mami. Hey, jetzt bist du ruhig, danke schön. Aber doch, mittlerweile echt schon ganz schön. Ganz schön gut bebaut, also. Ja. Ist auch fast vollständig. Ja. Sind dann nur noch so 1, 2 Gebäude. Und ja. Sollte eigentlich beim Park noch was hin? Na, Stände hier für Händler, also irgendwelche, ja, kleinen Verkaufsstände. Mhm. Ah, okay. Ja, also das erste Teil, der erste Teil von der Mauer ist fertig. Oh, Katze. Ja. Komm, Flugunterricht. Ja. Und Felron. Super. Der erste kleine Teil. Wenn du mal kurz Zeit hättest. Ah. Ja. Ich komme. Dieser Teil. Und zwar so habe ich das jetzt unterteilt. Mit Treppe und der eine Bereich dann die Schmiede und das andere die Tischlerei. Wie findest du das so? Ja, kann man machen. Wie würdest du es einteilen? Von 1. Ich würde sagen, unten die Schmiede, weil da hast du ja schon mehr Elemente. Ja. Mit dem Amboss und allen möglichen. Ja, hätte und ich auch oben gemacht. Die Holzabteilung. Weil da hast du einfach weniger. Ja, auf jeden Fall.
Und man könnte es vielleicht sogar noch so machen, dass man, weiß ich nicht, dass man hier irgendwie an einer Seite die Schmiede, wo jetzt zum Beispiel die Tür ist, so offen lässt, damit das sozusagen ein bisschen offen ist. Ja, das ist jetzt erstmal nur Platzhalter. Ja. Weil ansonsten stört es bei mir so im Gesamtbild. Und danach kommen so die Feinheiten. No. Aber ich möchte mich halt so an die Schmiede anlehnen, wie man es halt kennt, wenn man wenn man im Village ist. Reif. Aber erstmal nur so als Grundgerüst, als Platzhalter und die feinen Details, das halt schon mal was, wie die Mauern und alles so halt stehen und der Rest kommt dann halt danach. Ja. No. Aber damit es halt einfacher ist mit dem Bauen, mit dem Hochziehen und ja. Ne? Yeah. Also ein Teil steht zum Glück schon mal von der Mauer, aber es wird hier spaßig. Da bist du dann auch erstmal gut beschäftigt. Wo hast du nur angefangen? Hier. Nee, ich finde das passend. Ja, auf jeden Fall. Das gibt ein richtig schönes Flair. Also diese Vibes passt einfach perfekt. Ja, und man hat hier dann auch schön viel Platz zum Hergehen oben. Ja, für die Burgwache. Genau. Oder Stadtwache. Ja. Auf jeden Fall. Ja, wollen wir die Folge erstmal fein machen oder? Ja, würde ich schon. Ja, ja. Okay. Gutchen, na dann. Ciao. Ciao mit V, tschüss mit Ü. Es war mir eine Ehre. Tschüss. 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 Tschüss.